So, da bin ich. Rechner. Ich habe ja mir schon die Festplatte gekauft. Ist eine 250 Gig Platte, eine SATA, die habe ich schon angeschlossen. Da fehlt mir noch das Kabel dazu. Die kommt dann rein. Wie gesagt, für 10 Euro bei eBay. Also ich wollte es halt eben wirklich so möglichst, ja, vom Preis her möglichst low budget mäßig halten. Ansonsten seht ihr hier die Grafikkarte, wo halt schon ein anderer Kühler drauf ist. Da werde ich dann eben über ja, Systemtools halt schauen, dass ich das irgendwie rauskriege, welche das genau ist. Weil ich habe meinem Kumpel ja schon eine abgezogen mit 2G Gramm, eine von Asus. Und ich denke mal, die wird schon einiges leisten. Aber muss man natürlich gucken, ob das dann das Netzteil kann. Und wie gesagt, da wäre es halt eben mega wichtig, dass ihr einfach wirklich sagt, ey, hier, das und das macht Sinn. Einfach so eine kleinen Tipps immer. Das und das macht Sinn, mach doch mal das und das. Wie gesagt, ich würde dann gerne noch gucken, wie es mit dem RAM ausschaut, was man da so machen kann, beziehungsweise ob sich da wirklich noch was lohnt. Weil ich will halt auch wirklich immer nur Sachen machen, die sich halt auch wirklich lohnen. Also sprich, wenn ich jetzt sage, oh gut, okay, ich habe dann irgendwie 2 Frames bei einem Spiel mehr oder sowas, naja, das hält sich eigentlich im Rahmen. Das will ich jetzt nicht wirklich machen. Wie gesagt, sauber gemacht habe ich jetzt schon ein bisschen, dass er jetzt nicht mehr so ganz extrem staubig ausschaut. Und dann passt das. Wie gesagt, ja, alles weitere, wie gesagt, SATA-Kabel brauche ich noch und dann ein Windows drauf installieren und dann schauen wir mal, welches Windows würdet ihr nehmen? Sagt ihr, also ich, XP werde ich nicht mehr nehmen, aber ich würde so irgendwas zwischen Vista und 7 tendieren, weil 10 finde ich total kacke, ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, einfach mal in die Kommentare rein, eben kurze, knappe Sachen, wenn ihr sagt, ah, das und das und das, daran könnte, oder daran muss man denken. Hier, ich guck mal. Zack, da haben wir einen Speaker, der ist eigentlich richtig, richtig cool. Ich habe den Rechner irgendwann mal von einem ins andere Zimmer geschleppt, das ist schon vor, was weiß ich, 2 Jahren gewesen oder sowas. Und da hat es irgendwie knack gemacht, wie auch immer. Auf jeden Fall geht der Speaker nicht mehr. Finde ich mega scheiße. Er ist richtig angeschlossen, das habe ich geguckt. Also da ist auch direkt in SPK, also für Speaker halt, in dem Anschluss ist er drin. Eventuell irgendwie eine Einstellung, ich müsste mal gucken, eventuell ist es halt wirklich ein mechanischer Defekt oder eben wirklich ein softwaremäßiger. Wie gesagt, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es rein. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es rein und lasst es mich wissen. Und dann, wie gesagt, immer mal, wenn ich Zeit habe, haue ich da eben mal ein bisschen was Hardware neu rein oder verändere da was. Und dann schauen wir mal, was bei am Ende rauskommt. Macht's gut, ciao, ciao.